So, willkommen zurück bei Yu-Gi-Oh! Oh, es ist laut, Moment, bitte. Gut, wird Zeit, Luna und Leo fertig zu machen, nachdem sie uns im letzten Part so, gehumiliated hat, nachdem ich so viele Fehler gemacht habe. Werden wir jetzt gewinnen! Na, schade, dass wir keinen Gearfried auf der Hand haben, keinen normalen. Dann könnten wir ihn sofort spielen. Okay, er ist dran, also unser Kollege. Unser Kollege hier. Mein Kollege hier hat eine Zauberkarte gespielt. Fügt ihm 1000 Schaden zu unseren Gegnern. Fügt uns 500 dafür zu. Ah ja, okay. Er setzt 2 Verdeckte und ein Monster verdeckt. Hab gerade nicht hingeschaut. Jetzt aber Kette. Waffenstillstand. Und was kommt noch? Legende von Yatagarasu. Er darf eine Karte ziehen. Matronisches Ding und der Koala wird zwar geflippt, aber der Effekt wird nicht aktiviert wegen Waffenstillstand. Er hat seine eigene Spielkraft zerstört. So etwas. Naja, okay. Soll mir recht sein. Ich glaube, ich mache mal lauter. Ich glaube, es ist ein bisschen leise, die Musik. Nun gut, jetzt sind wir wieder dran. Juhu, ich freue mich. Gut, wir müssen ein Monster spielen, ne? Spiele ich die einfach mal. Ja, wir haben kein Monster vom Typ Krieger mit Stufe 1 bis 4. Dann greife ich mit dem Captain. Was hat der? Warden, Radio. Ne, Surfbrett. Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Surfbrett. Dann greife ich sein Surfbrett an. Ne, tue ich nicht, sein ist stärker. Eieiei. Zero. Okay, dann passen wir erst einmal. Ich bin dran, ich ziehe. Ich beschwöre. Na, ich beschwöre. Ich spiele erst einmal. Ich beschwöre. Matronisches Radio. So, jetzt kommt die Falle. Ich zahle 2000. Mehr ist es mir nicht wert, den Angriff zu annullieren. Okay, er ist dran. Jetzt können wir ihn schwächen und uns gleichzeitig verteidigen. So, im nächsten Zug rufe ich Guilford. Ne, Quatsch, wer ist die? Ja doch, Guilford. Ne, Guilford der Blitz ist es ja. Ja doch, Guilford heißt die doch, trotzdem. Es gibt ja Guilford der Blitz und Guilford die Legende. Und wir haben Guilford die Legende. Ja, das juckt mich nicht. Das ist eine Langeweile-Karte, die... langweilt mich einfach nur. Ja, er holt sich aufrichtig aufs Feld. Und jetzt holt er sich auf die Hand. Aufpassen! Ich wette, mein Partner greift ihn später an. Mein Kollege. Aber ist nicht schlimm. So. Ja, gut, er hat nur eine Karte und das ist aufrichtig. Es tut mir aufrichtig leid. Haha, Endphase. Nun gut, 5 Karten. Wenn das Squad geflippt wird, würden die 1500 Lebenspunkte verlieren. Ich sag jetzt LP statt Lebenspunkte, es ist kürzer. Also, sie würden 1500 LP verlieren. Ah, jetzt sind es nur noch 900 LP. Er ist dran, mein Kollege. Mein Kollege aus Amerika habe ich hier angeheuert. Nein, nicht flippen und nicht angreifen. Nein, nicht angreifen. Nicht angreifen. Ah, ich hasse dich. Ich hasse dich, warum hast du angegriffen? Egal, das werden wir später nicht mehr brauchen, weil... Naja. Das ist das letzte Take-Duell in diesem Spiel. Danach kommen noch weitere andere Duelle. Aber Take-Team wird da nicht mehr kommen. Juhu, ich freue mich. Na, jetzt so lang. Ach, da braucht sogar meine Oma schneller nachzudenken. Und die ist tot, also meine Uroma. Ich spule mal vor, das dauert mir wieder zu lange. Okay, haben wir uns sehr viel Zeit gespart. So, bash mir erstmal diese Scheißkarten da weg. Zack, Spielkraft Nummer 2. Oh ja, ja, so viele Abwehrkarten. Jetzt flippen wir das Koala.
Zack, 400 Schaden. Jetzt bieten wir den hier und den hier das Tribut an und holen Guilford die Legende. Mit 3000, das ist der Effekt unseres Monsters, verstärke unser Monster. Und damit greifen wir jetzt Radio, Surfbrett. Ich mag keine Surfbretter. Also weg damit. Zack. Okay, was zerstören wir mit dem anderen? Ah ja, die Verteidigungspunkte sind noch immer zu hoch. Okay, wir können nichts mehr machen. Beenden wir unseren Zug. Was macht er? Er opfert ein Monster. Ach, das ist doch langweilig, was er da macht. Das ist doch echt langweilig. Naja, ist egal. Das kriegt er zurück. So, Gift des alten Mannes und ich mache mal Pause. So, hier bin ich wieder. Ja, es ist einiges passiert. Ja, seht ihr ja, was passiert ist, ne? Also, unser Riesenkeim ist zerstört worden, aber es ist egal, er kriegt stattdessen 500 Schaden als Rache. Und jetzt kommt noch ein neuer. Junge, Junge. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Sehr schön. Verstärkung für die Arme, holen uns ein Kriegermonster von unserem Deck. Was holen wir denn? Ja gut, er hat ein verdecktes, holen wir uns die Kriegerin wieder. Haben wir ja im letzten Part auch geholt mit Verstärkung für die Arme. Ja, wir hätten Gierfried holen können, hätten wir Gierfried die Legende beschwören können, aber egal. So, Riesenkeim und Ding auf dem Friedhof und holen Gaia. Mit Gaia zerstören wir jetzt ein verdecktes, was auch immer das für eine Scheiße ist. Maske Finsternis, er holt sich wahrscheinlich Spielkraft zurück und dann greift mein Partner ihm das nächste Mal an. Seufz. Gut, mein Partner greift es dann an und dann kommt Spielkraft und unser Gaia ist down. Schönen Dank auch, du lieber Computer. So, ich wette mit einem Euro. Das ist Spielkraft, was er gesetzt hat. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich wette jetzt hundertprozentig, dass mein Partner jetzt angreift. Und dann die Spielkraftkarte kommt. 100%. Na, was soll... Ach, doch nicht. Was? Keine Spielkraft? Keine Spielkraft? Warum hat er die Spielkraft nicht aktiviert? Verstehe ich nicht. Hallo, warum hast du die Spielkraft nicht aktiviert? Egal. So. Ja, sie opfert zwei Monster und beschwört den Fellgranddrachen. Und greift unser Gaia an, ja. Macht nichts, der Drache, der jagt mir keine Angst ein. Und jetzt kommt Spielkraft, keine Ahnung. Entweder, ja. So, ach ja, die Spielkraft, die hat ja die andere Karte, die andere auf der Hand gehabt vorhin. Also, ach egal, vergesst was ich gesagt habe, ne? Spielkraft hat Luna statt Leo auf der Hand gehabt, weil Maske Finsternis hat für Luna dann gegelten und dann war die Runde vorbei und dann wurde es wieder geswitcht und deswegen, naja. Mehr müssen wir wissen, aber egal. So, jetzt aktiviere ich Krug der Gier für mich. Matase der Zapper. So, jetzt kommt die hier. Von mir aus kann er ruhig angreifen, ist mir egal. Ich greife nicht an, sonst kommt Spielkraft. Na los, greif mein Ding an. Ja, komm. Ach, Feigling. Egal, immerhin 500. So, jetzt hast du nur noch 1900. Und die kommt wird mein Kollege aus Amerika leicht ausrotten. Ausrotten! Nein, du greifst nicht den an. Nein, jetzt kommt Spielkraft. Was? Ich habe Angst vor Spielkraft, lol. Okay. Aber jetzt sind wir ungeschützt. Schönen Dank auch. Der hätte jetzt noch wenigstens Kettenstrike aktivieren können als Kette. Das wäre gegangen. Es liegt Angriff.
super. Ausgeglichenes Spiel. Aber ich habe immer noch Angst vor Spielkraft. Ich wette, Spielkraft entscheidet das Spiel. Ich spiele einmal so verdeckt, strategisch. Ich weiß, wir können Gearfield, die Legende spielen, aber solange ich Spielkraft auf dem Spielfeld ist, spiele ich dieses Monster nicht. Jetzt holen sie sich noch eine Spielkraft. Es hätten sie noch nicht genug. Es kommt Ketten. Ja, Explosion. Halbiert seine. Ne, Quatsch, doch nicht. Ja, meinetwegen. Jetzt haben sie noch 1100 Kreaturentausch. Langweilt mich. Aha. Ich spule mal vor, weil ich glaube, dass wir verlieren. Ah, wir überleben noch. Wir überleben nicht mehr. 100 Lebenspunkte, ich bin begeistert. Egal, weiter. So. In dem Spiel muss man Zähigkeit zeigen. Blablabla, Quatsche. Weil Quatsch geht mir auf die Senke. So, ich spule jetzt vor. Ja, direkter Angriff. Ach, wieder die Langeweile-Karte. So, jetzt sind wir wieder dran. Juhu. Haben wir Marshmallow? Warum geben die uns Marshmallow? Naja, soll mir recht sein. Haben wir Befreiung? Nein, haben wir natürlich nicht. Das haben wir verdeckt. Ja, komm, ist mir egal. Dann leidet unser Partner halt darunter. Ist mir auch wurscht. So, jetzt spiele ich den hier: Plünder der Captain. Beschwöre Dunkelklinge. Zack. Größte Dunkelklinge mit der Klinge hier aus. Schmeißen eine Karte ab. Welche schmeißen wir denn ab? Gaia. Schmeißen wir euch Gaia ab. Ist egal. So, eben geben ihn Dunkelklinge. Spielen die hier verdeckt. Dunkelklinge greift sein Verdecktes an. Sein Cyber-Dings da. Cyber-Oetzunderwäldler. Und der zerstört sein Surfboard. So, zwei Monster in einer Runde gekillt. Endphase. Ich wette, jetzt kommt Blitzeinschlag oder irgendwas Fieses. Atomisches Radio. Ich hasse Radios über alles. Ja, zerstörst du dich, ist mir doch egal. Ist mir doch egal. So. Bereiten wir jetzt für unseren Kollegen vor. Und der Dunkelklinge ist Angriffspunkte noch weiter. Warum flippst du? Nicht flippen, das Monster hätte verdeckt gehört. 300, es bitte. Da wären die 1000 Lebenspunkte, die wir ihn abziehen, wenn er es angegriffen hätte, mehr. Hätte sich mehr gelohnt. Ja, siehst du, das haben wir jetzt davon. Oder, ja, wegen dir haben wir jetzt 2000 Lebenspunkte verloren. Schönen Dank auch, du Arsch. So, in die Verteidigung. Jetzt kommt Gearfried, ist mir egal. So. Dunkelklinge macht seinen Gaia fertig und unseren Gaia. Zack. Und der macht den hier fertig. Ah. Kann ich zum Kampf zerstört werden, ist mir auch egal. Endphase. Ich will dieses fertig haben. Ne? Was? Was hast du vor? Ach, wie schön, zerstörst unsere Karte. Ich freue mich nicht. Langweil mich nicht, bitte. Jetzt komm, 1000 Jahre für einen Zug beenden. Ich spule gerade vor, ne? Nur damit ihr es wisst. Ah, die ist gut. Mit der könnten wir sogar gewinnen.
Jetzt komm, spiel dein Monster. Warum spielst du dein Monster nicht? Was hast du genommen? Koks? Heroin? Bist du vielleicht deswegen so schwarz? Jetzt sind wir wieder da, Gott sei Dank. Verstärkung für die Arme. Und holen uns den hier. Erhält die Angriffspunkte unserer Kriegermonster. Jetzt spielen wir den. Ach, wir können. Aber ich habe die Möglichkeit. Zack, zack, zerstören, zack, Effekt aktiviert sich. Wir können eine Karte zerstören, zerstören sein Ding. Und jetzt können wir es beenden. Zack, zack, Angriff. Ah, langweile mich nicht. So, zack. Und zack. Das war's. Endlich geschafft. Mann, ganz schön nervig. So, jetzt haben wir gewonnen. Bla 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 XD. So, jetzt. Oh ja, ihr wart ganz gut, 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 gut. Ja, 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 ja. Ihr wart ganz gut. Mehr müsst ihr nicht wissen. Dummes Gequatsche. Hey! Lang ist es her, KMLP. Der König möchte mit dir sprechen. Und, keine Ahnung. Er sagt, dass wir gut waren und dass er der König ist und dass er nach starken Duellen sucht. Und ja, dass es sich langweilt. Weil jeder Duellant, der gegen ihn bis jetzt sich duelliert hat, immer versagt hat. So, ja. Mehr müsst ihr nicht wissen. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Nein, das Spiel haben wir noch lange nicht durch, noch lange nicht. Es kommt noch ein bisschen was. Und jetzt merkt ihr, wie lange die im, ich sage jetzt mal, Biome sind. Es wurde alles so lang gehalten, damit man länger vor diesem Spiel sitzt, aber das tue ich mir nicht an, so ich speede jetzt, ja. Müssen wir vielleicht hier lang? Hallo? Ne, müssen wir nicht. So, speeden. Ich liebe speeden. Ah, ich glaube, wir müssen zu Ding, Blister, kann das sein? Ich schau mal nach. Ja, wir müssen dahin, okay. Ne, müssen wir doch nicht. Okay, ich mache mal kurz wieder Pause, bis gleich. Und hier bin ich wieder. Jetzt ist die Frage, wie geht's oder wo geht's weiter? Scharf nachdenken. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Ich laufe jetzt mal im Kreis. Wo geht's weiter? Bis sich dann so eine Erdkugel bildet wie bei DuckTales. Na, ja, ich laufe jetzt mal rum. Vielleicht finden wir mal. Vielleicht finden wir ja einen Ort, wo es weitergeht. Ah ja, hier genau. Eine Einladung für den Tunnel Sicherheitsdienstes. Ja, ja. Eine Einladung zum Fortune Cup. Wo hast du das? Wie kommst du dazu oder sowas? Ja, das ist wieder ein neues Duell. Jetzt sollen wir mit Turnier. Jetzt sollen wir mit Blister reden. Blister! Nichts reden. Jawohl, wir können neue Karten kaufen. Machen wir das einfach mal. Hallöchen, wir haben ein paar neue tolle Karten. Ja, ich mag diese Karten. Light of Destruction Mode freigeschaltet. Ja, sparen wir noch, bis wir ein neues Structure Deck kaufen können. So, Türe auf. Aufzug. Und wir sind hier. Dann da, Tür auf. Na, Tür auf, jetzt. Hier. Ey, was ist los? Oh, eine Einladung. Oh mein Gott. Ah ja, jetzt sollen wir zum Highway in den Osten gehen und da werden wir lernen, was Turbo-Duelle sind. So. Ah, öffne die Tür. Nein, so geht doch. So, mit dem soll man, glaube ich, reden. Und, ne, soll doch nicht. Oder soll mit dem hier reden? Ja, genau, wir sollen hier mit ihm reden.
Okay, bla 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 bla, Rennen, ja, Turbo-Duell, ja, 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 ja. Ja, Rennen beginnen. Alles böse, ja. Moment noch, ich muss vor. Schönen Dank auch, mein Vater. Was ist denn jetzt los? Hallo? Ah, wie kann. Es war mein Vater dran schuld, der ist einfach so reingesprochen. Muss ich pausieren. Aber egal, vergessen wir es einfach. So. Yes. Hier kann ich nicht so viel erzählen. Hier geht's auf jeden Fall nach rechts. Und dann geht's hier nach links. Oh mein Gott. Und hier wieder nach rechts. Wir müssen die verlorene Zeit wieder aufholen, die wir dank meines Vaters verloren haben. Wo kommt denn jetzt die Mauer? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt aber. Wir haben nur noch eine Minute und 15 Sekunden. Die Hälfte unserer Zeit ist schon vorbei. Und wir haben gerade mal die Hälfte der Strecke. Müssen wir vielleicht schaffen. Sogar noch. So, hier haben wir sogar ein Turbo-Dings da. Formel 1 Style. Okay, ja, fahren tue ich ganz gut eigentlich. Vielleicht soll ich mal ein Rennspiel Let's Playen. Aber ich, Rennspiel, ja. Need for Speed vielleicht. Mal schauen, was ich machen lässt. Aber ich habe momentan noch andere Pläne, was ich Let's Playen werde. Scheiße. Ja, danke. Danke, Papa. Schönen Dank auch. Schönen Dank auch. Das war die Schuld meines Vaters. Werde ich zum Darth Vader. also nach Yu-Gi-Oh! Werde ich Call of Duty MW3 Let's Playen und Pokémon Schwarz werde ich weitermachen. Habe ich ja schon mit Balzo angefangen, aber der hat ja abgebrochen. Deswegen will ich das Let's Play jetzt neu machen. Und wenn ich die zwei Projekte habe, dann kommt Minecraft weiter. Will ich 100 Parts machen insgesamt. 100 Parts a 30 Minuten. Also insgesamt wie dauert ein Part? Halbe Stunde. Also insgesamt 50 Stunden Minecraft werde ich dann spielen insgesamt in diesem Let's Play, was dann kommt. Das sind 2 Tage. Okay, ja, was kommt noch? Also Minecraft, also ja. Wenn ich Pokémon Schwarz habe, kommt Minecraft. Und nach Modern Warfare 3 kommt, was will ich danach machen? Keine Ahnung. Vielleicht Team Fortress weitermachen ein bisschen, mal schauen. Splinter Cell habe ich schon gedacht, vielleicht Splinter Cell. Und nach Splinter Cell und Minecraft kommen Cryostasis und Left 4 Dead. Ja, und das müssen wir schaffen, wenn ich nicht. Ah! Der Zustand macht die Leistung, beeinträchtigt die Leistung des Fahrens. In Real, aber nicht hier in diesem Spiel. Reimt sich sogar. Ja, ja, bla 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 bla. Dummes Gequatsche, ich weiß, dass ich gut bin. Alles nur Komplimente. So, hier ist ein Turbo-Duell. Der erklärt uns jetzt, was Turbo-Duelle sind. Bla 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 bla. Ihr wisst bestimmt alle, was Turbo-Duelle sind, ne? Wenn nicht, schaut die TV-Serie an. Falls ihr nicht wisst, wo die TV-Serie ist, die kann man sich auf pokito.de anschauen. Nein, ich will es nicht nochmal hören. Als hätte ich kein Leben. So. Turbo-Duell, Beginn! Jetzt wird aufgedreht! Ja, wir haben ein Starter-Deck, Turbo-Duell, so Turbo-Duell kriegt man ein eigenes Deck dafür. Ihr seht, das Spielfeld bewegt sich, weil wir jetzt auf dem Motorrad sind und uns bewegen.
Er legt die Karte verdeckt. Ach, endlich wieder alleine. Ah. Gut. Keine Scheiß-Taktiken mehr und so. Okay, welche spielen wir denn? Also wir haben wieder dieselben Karten, wie wir zu Beginn haben, bloß dass sie eben als Turbo-Duell sind. Spielen wir erst einmal finstere Valkyrie. Zwangsevakuierungsverdeckt und Geburtsrecht heißt die, glaube ich. Verdeckt. Und dann greifen wir mit finstere Valkyrie sein Monster an. Dragroid, scheiße, er hat 2000 Verteidigung. Endphase. Er ist dran. Ja, und in jeder Runde kriegen wir eine weitere, die kann man vergleichen mit C-Marken. Und man kann immer C-Marken entfernen, um Zauberkarten zu spielen. Ähnlich wie bei einem Magier-Deck. So, jetzt sind wir wieder dran. Micha Bunny! Ach ja, Spielfeld-Zauberkarten können wir hier keine spielen. Rituale gibt es hier auch noch nicht so viele. Also, ist für ein völlig neues Spiel, kann man sagen. Na, wir können nicht angreifen, sein Monster hat eine höhere Verteidigungskraft. Aber nicht, wenn wir ihn auf die Hand zurückgeben. Ungefähr so, in dem Style. Und, dann können wir ihn sogar direkt angreifen. Zack. Ach, Sakurai-Rüstung. Langweile mich nicht. Langeweiler-Karte, aber gut. Ach ja, genau, finstere Valkyrie wird als normales Monster behandelt. Also, kommen wir zurück aufs Feld. Jetzt können wir nochmal angreifen, ist ja lustig. So, was hast du denn davon? Endphase. Ah ja, ach ja, er verliert eine C-Marke, also eine Tempo-C-Marke. Weil er direkt angegriffen wurde. So, jetzt haben wir 5, er 4. Und die sind wichtig, um Zauberkarten zu spielen, diese Tempo-C-Marken. Er zerstört unser Michaelchen durch den Effekt von Drilloid. Aber der Effekt aktiviert sich sogar noch. Sehr schön, weil das Monster aufgedeckt wurde. Und er verliert 500 Lebenspunkte. Und wir sind wieder dran. Können wir sogar eine Synchro machen. Ich will ihn aber stattdessen Zwillings beschwören. Erhöht natürlich seine Angriffskraft. Ja, erstmal eine C-Marke auf das Monster, also eine Zauber-C-Marke. Und damit greifen wir jetzt sein Monster an. Zack! Langweile mich nicht. Ist schon deine zweite, die du hast. Okay, dann machen wir es anders. Achso, was? Achso, ja, wir haben eine Zwillingsbeschwörung gemacht. Da können wir kein Monster mehr spielen. Okay. Macht aber nichts. Er ist dran. Er spielt seinen Truckroid wieder. Und greift uns mit beiden Monstern direkt an. Wir verlieren jetzt C-Marke, weil die Deck angegriffen wurden. ja, Willard gab uns direkt an, jetzt müssen wir zwei verlieren. Ne, eine verlieren wir los, okay. So, wir sind wieder dran. Wir haben Wurm Basis gezogen. Defend Monster in die Angriffsposition. Na, das bringt uns momentan nicht so viel. Spielen wir erstmal den gigantischen Zwergkrug. Und ich hoffe, er hat nicht nochmal eine Sakurai-Rüstung. Stattdessen aber Spielkraft, ist ja lustig. Endphase. Ich habe keinen Kommentar dafür. Wir hätten den hier spielen sollen. Außermeister hätten wir eine C-Marke bekommen. Quatsch, eine Spielmarke. Ich spule mal vor, ich glaube, wir wissen, was passiert. Zwei direkte Angriffe. Wir haben nur noch 1000 Lebenspunkte, das könnte knapp werden. Aber er kann nichts zum Verteidigen. Na super. Ja, theoretisch bräuchte er einfach nur einen Doppelkill machen und dann hätte er gewonnen. Okay, spiele ich den hier. Austernmeister. Und greife seinen Truckroid an. Okay, Endphase. Jetzt wollte er einfach nur einen Triple-Kill machen und dann direkt angreifen. Hätte er gewonnen, aber er macht's nicht, was ich nicht verstehe. Naja, soll uns recht sein. Eigentlich hätte er schon längst gewonnen. Ja gut, ich will ihn nicht in der Angriffsposition spielen, ist mir zu riskant. Stattdessen spiele ich Empfängerkrieger. Jetzt haben wir Stufe 6.
Haben wir ja, wir können Gaia-Ritter rufen, sehr schön. Zack und zack. Jetzt haben wir Gaia-Ritter. Juhu. Ach ja, der Effekt, wir kriegen jetzt Ausdruck-Zielmarke. Oder Spielmarke, was weiß ich. Die können wir vielleicht sogar noch synchronisieren mit dem Zielkommander später. Vielleicht, wenn wir noch ein Monster spielen. Dann zerstören wir erst einmal sein Drilloid. Er verliert 1000 Lebenspunkte. Und als Vorbereitung für unseren nächsten Zug spielen wir noch Staubtornado und verdeckt beenden unseren Zug und ja, warten, was er treibt. Nun gut, die maximale Anzahl von Turbo-Zielmarken, die man bekommen hat, ist 12. Hat man mehr als 12, kriegt man keine mehr. Also hat man 12, kann man keine mehr bekommen. Naja, mache ich seine verdeckte Kalt mit Staubtornado, wenn er seine Runde beendet. Und das ist jetzt. So, sag tschüss zu deiner Falle. Fallgrube, hättest du wohl gerne. Also gut, dann spielen wir Psy-Kommande. Und bereiten eine. Ne, machen wir noch nicht. Wir spielen erst Michael ist dann verdeckt und bereiten im nächsten Zug die. Machen im nächsten Zug die Synchro. Dann zerstören wir erstmal seinen zweiten Drilloid, weil die eine Bedrohung für unsere verdeckten Monster sind. Und spielen magische Störung verdeckt. Als Anti für irgendwelche Turbo-Zauberkarten. So. Jetzt ist er dran. Er spielt Steph Void. Keine Ahnung, was die kann. Ich glaube, die kann direkt angreifen. Kann das sein? Ah, tut's nicht. Okay. Er zerstört unsere Austernspielmarke. Ist aber nicht tragisch. Jetzt sind wir wieder dran. Wir spielen Wurmbasis. Wir aktivieren seinen Effekt und flippen eins seiner verdeckten Monster in die Angriffsposition. Sehen wir mal das da. Es ist ein zweiter Destroid. Dann greifen wir mit Gaia seinen ersten Destroid an. Zack, er kriegt Schaden. Verliert eine Turbo-C-Marke. Und Wurmbasis zerstört seinen zweiten Destroid. Naja, jetzt setzen wir noch die Sicherheitskugel verdeckt und enden unseren Zug. Jetzt haben wir auch 12 Turbo-Zählmarken. Aha, er setzt ein verdecktes Monster. Naja. Ah ja, wir haben den Urmaterialdrachen. Wir könnten aber auch eine Synchro machen. Wir haben 5 plus 7 sind 8. Wir haben 8 Sterne-Monster, könnten wir uns holen. Ich glaube, das mache ich sogar. So, flippen wir unser Mecha-Bunny. Mecha-Bunny! Bunny, Mecha-Bunny! Ja. Was? Wir haben keine 8 Sterne-Monster, okay. Na, macht nichts. Dann machen wir eben nur einen 5er. Und holen uns magische Android aufs Feld. Dann greifen unsere Synchro-Monster seine Monster an. Und Wurmbasis greift ihn anschließend dann direkt an. So, Truckroid hilft ihm gar nichts. Unsere Angriffskraft ist stärker. Der zerstört den hier. Express-Void. Naja, okay, wer es mag. Und der reduziert seine Lebenspunkte auf 600. Und Endphase. Wir haben schon so gut wie gewonnen und wir kriegen Lebenspunkte wieder. 600, jetzt haben wir 1600. So, das ist die Frage. Ja, was macht er? Er setzt eine verdeckte Karte, ein verdecktes Monster und ein. Ja, eine verdeckte Karte und ein verdecktes Monster. Die hilft uns momentan nicht, die können wir vielleicht abschmeißen für für magische Störungen, aber egal, greifen wir seinen Monster an. Ein zweiter Express-Reut. Wie viel Reut hat er eigentlich in seinem Deck? Naja, ist nicht so wichtig. So, komm! Ah, warte, wir haben ja magische Störungen, na dann. Magische Störungen, annulliert den Effekt seiner Zauberkarte.
Und zack, hättest wohl gern dir vier Spielsteine zu holen, was? So, Game Over, wir haben gewonnen. Wenn auch nur knapp. Maximale Geschwindigkeitsbonus, okay. Nun gut, jetzt können wir uns außerdem noch weitere Karten, also Turbo-Zauberkarten kaufen. Im Shop natürlich. Und die werden wir auch brauchen, denn das nächste Turnier ist ein Geschwindigkeitsturnier. So, okay, dann beende ich meinen Part für heute und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, Servus!